slank dir wie Jimbar. Das kannst du jetzt hier überall hin. Hier, das ist doch so. Ich bin Bibiana. Wir sind hier in Dittingen, im Kanton Basel-Land in der Schweiz. Löhrich. Dittingen in der Schweiz, wo ist das genau? Kannst du uns das sagen? Wie viele Einwohner hat das hier? Ja, Dittingen liegt, wie gesagt, im Basel-Land. Das ist ziemlich im Norden, in der Nähe der Stadt Basel. Dittingen selber ist ein kleines Dörfchen, hat gegen 700 Einwohner. Ihr kennt also noch jede. Etwas Spezielles hier zu leben. Wenn man vielleicht von der Großstadt kommt, kann man sich das nicht vorstellen, aber es ist ja lebenswert. Wir sind jetzt seit ungefähr 2 Tagen bei euch zu Gast. Und in diesem schönen Häuschen habt ihr ja sehr viele Gegenstände, die sehr schön sind und aus verschiedenen Ländern. Wir werden gerne einige dieser Gegenstände euch nennen. Und ihr sagt uns dazu die Geschichte. Einmal haben wir ein sehr schönes Bild in der Küche gesehen und würden gerne dazu wissen, was das ist. Also das ist die grüne Tara, das ist eine buddhistische Gottheit. Ich habe sie mal in einem Basar in Kathmandu entdeckt. Die grüne Tara ist auch so ein Schutzpatron für Schwangere. Mhm. Und da meine Frau Hebamme ist, habe ich gedacht, das wäre was für sie. Ihr habt ja hier einen sehr schönen Elefanten, der uns auch sehr fasziniert. Könnt ihr uns sagen, was dahinter steckt? Das ist Ganesh, ein hinduistischer Gott und ist sehr verehrt. In Südindien hat er uns gegrüßt und wir haben gedacht, der gehört zu uns. Also eigentlich auch als so Verbindung zum Hinduismus. Wir sehen hier auch links ein Vogel aus Holz. Könnt ihr uns dazu sagen, was das ist? Also das ist ein Tukan, aus Kaffeeholz geschnitzt. Ja. Wir haben ihn aus Costa Rica. In Costa Rica wird viel so Handwerk gemacht. Ein Land mit sehr viel Natur. Und die Tierwelt kann man sehr gut beobachten dort, wenn jemand Interesse hat. Ihr habt auch ein hölzernes Auto, was uns sehr interessiert. Das hölzerne Auto ist aus Kuba. Die großen Autos, die in Kuba sind, die alten von den 50er Jahren. Ja. Die halt immer noch gebraucht werden in Kuba, ist sehr faszinierend. Und da unser Patenkind Matthias sehr gerne Autos hat, war das die Inspiration, ihm ein kubanisches Auto mitzubringen. Ihr habt ja sehr, sehr viele Länder bereist. Wir würden euch gerne einige dieser Länder nennen. Und ihr sollt uns in einem kurzen Satz etwas dazu sagen. Nepal. Nepal ist das Land mit den höchsten Bergen. Indien? Das Land mit den vielen Religionen und Göttern. Costa Rica? Costa Rica ist Natur pur. Ägypten? Das Land der Pharaonen und auch die alte Kultur. Die ehemalige Sowjetunion? Na, das ist speziell, aber wie so kurz sagen muss, das Land der Weite. Und der Iran? Das Land der guten Freunde. Und der wunderbaren Kultur. Ihr habt ja hier viele Teppiche bei euch zu Hause. Also Teppiche haben uns schon immer fasziniert. In der Schweiz kennt man das eigentlich nicht, oder wir haben keine Tradition in Teppiche. Und auf unserer ersten Reise haben wir uns schon in Teppiche verliebt praktisch. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch entschieden habt, in den Iran zu reisen? Also eigentlich hatten wir schon von der Kultur her Interesse und sie hat dann eine Kollegin gehabt, die hat dann gesagt, ja, sie käme mit, sie wolle wieder nach Hause ihre Familie besuchen. Und da haben wir zugesagt und dann ein halbes Jahr, bevor wir gegangen sind, hat sie uns dann abgesagt, es ginge nicht. Und dann sind wir halt selber gegangen. Wie haben Freunde und Familie darauf reagiert, als ihr ihnen gesagt habt, dass sie in den Iran reist? Also vom Iran hat man schon immer viel gehört, gefährlich, nicht gefährlich, wegen Chador und Kopftuch tragen. Und von dem her und was so eben auch Bekannte sagten, hatten wir ein bisschen Respekt und haben uns dann entschieden, für das erste Mal einfach eine deutsche Reiseleitung zu organisieren, damit wir so eingeführt werden und nachher alleine weiterreisen können. Was hat sich geändert, bevor ihr halt in den Iran gereist seid und als ihr dann in dem Iran wart? Also im Iran haben wir das ganz anders erlebt. Die Iraner waren alle sehr nett, gastfreundlich. Wir hatten nie
aller Zeit, die wir dort waren, nie ein Problem. Und abgesehen davon, dass die Reiseleitung eben deutschsprechend war, daraus hat sich dann eben, weil die Iraner so freundlich sind, auch eine gute Freundschaft entwickelt. Seid ihr dann wieder in den Iran gereist? Im nächsten Jahr haben wir wieder gebucht mit ihr. Wir wollten speziell eine Reise in die Wüste machen, was für uns auch sehr neu ist und wie man in der Wüste lebt. Was war anders für euch als beim ersten Mal, wo ihr angereist seid? Ja, natürlich schon mal die Sicherheit, dass man weiß, wie man sich benehmen muss und dass man bereits Freunde dort hat und dann noch weitere gefunden hat. Ja. Ihr habt ja viele Orte im Iran besucht. Was waren eure absoluten Highlights? Also für mich war sicher Malyast ein Highlight, eine Wüstenstadt zu sehen mit all den Windtürmen, die so viel Kühle in die Häuser bringen, ohne Strom und nichts. Einfach mit dem genialen Bau. Für einen Touristen, der nach Iran geht, ich denke, da ist Isfahan die Stadt, die man unbedingt gesehen haben muss. Da Shah Abbas mit seinen Bauten, das ist einfach wahnsinnig. Es gibt ja einen Spruch, ich weiß nicht genau, ob er richtig ist, aber Isfahan sehen und dann sterben. Ne? Dann ist sicher noch eindrücklich Shiraz mit Persepolis in der Nähe, die alte Königsstadt. In einer Zeit, wo man hier noch in Hütten gelebt hat, hatten die da Paläste. Und dann Mashhad. Mashhad ist ein Pilgerort. Obwohl wir nicht Moslem sind, war es doch eine spezielle Atmosphäre dort. So zum ersten Mal kennenzulernen, war auch ein sehr... Die Bilder zu beobachten, ja. Für Iraner jetzt zum Beispiel, was denkt ihr, ist sehenswert für sie, wenn sie hier in die Schweiz kommen würden? Wir hatten mal einen Iraner hier, der hat gefragt, putzt ihr jeden Tag die Blätter sauber, damit die so alles lustig haben? So saubere Bäume haben. Also das ist wahrscheinlich speziell für einen Iraner, wenn er in so ein Land kommt, wie jetzt speziell die Schweiz. Ja, und umgekehrt, was denkt ihr, ist sehenswert für Europäer? Also sicher mal die alte Kultur, oder? Wir haben eine Kultur, die ist vielleicht 5, 6, 700-jährig. Im Iran sind das Tausende von Jahren. Oder eben die Tücher, so die Druckkunst, ja. Einfach die Teppichkunst, ja. Ja, und die Baukunst, eben speziell in Yazd. Gibt es noch etwas, was ihr den Zuschauern mit auf den Weg geben wollt? In solcher Hinsicht, also keine Vorurteile haben, man muss einfach gehen und man ist überall überrascht, was man da erlebt. Also eigentlich auch, wie oft das wir von den Iranern gehört haben, was, Europäer, was macht ihr denn hier? Und wir eigentlich wirklich sagen konnten, es ist schön hier und sie sind sehr hilfsbereit, freundlich. Wir könnten nicht eine Geschichte erzählen, wo etwas negativ war. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wir freuen uns.